oder? Ich habe die Möglichkeit dazu gekriegt und wann immer ich die Möglichkeit dazu kriege, tolle Leute zu sehen und zu hören, dann bin ich dort. Auch wenn ich den Inhalt schon 10-mal gehört habe. Ich meine, bei der WRF Birkenwil habe ich oft 5 Phasen von einem Seminar du vorher schon mitgemacht, was als rausgeschmissen wird und am Schluss war ich trotzdem im Endvortrag. Und habe den Vortrag aber schon 25 Mal davor gehört. Da geht es auch um andere Dinge, die sich transportieren, Bauch-zu-Bauch-Geschichten, mal anschauen, wie das dann toll bei den Leuten ankommt. Du weißt es ja eh selber. Genau. Wobei ich schätze dich so ein, dass deine Vorträge nicht auswendig gelernt sind, sondern immer ein bisschen anders, oder? Wenn ich Weil es speaking gibt ja die eine Fraktion, Hermann ja. Scherer und Co., die diese Speaker tatsächlich ausbilden auch und die sagen, du musst wirklich jedes einzelne Wort auswendig beherrschen und so automatisiert haben, dass nichts mehr mit denken und so. Und dann gibt es die andere Fraktion, das war eben Birkenbild und Co., die auf der ganz anderen Seite sitzt, da war jedes komplett anders. Die hat gewusst, das ist das, was vermittelt werden soll. Wie, werden wir schon sehen. Es gibt 3000 Wege. Ja, also ich sehe es ein Wo bisschen bist du? differenzierter. Also ich denke mir, es Ja. braucht, wenn du deine Pointe präsentierst, ja, dann muss die einfach gut funktionieren. Also dann muss sie passen. Also ich bin sehr flexibel, ich baue meine Vorträge auch ein bisschen um immer wieder, ich schaue, was es Neues gibt, ich spiele viel mit den Menschen, ich schaue mal, ich bin da auch sehr sensibel, was braucht der, wie ist die Zielgruppe, wie alt sind die, habe ein großes Repertoire, habe natürlich einen roten Faden, das ich durchziehe. Aber ich glaube, manche Dinge braucht eben, dass die gut von der Dramaturgie her gut sitzen. Aber ich sag mal, 60, 70% ist zwar der Inhalt gleich, aber die Form oder das Wording ein bisschen anders. Ne? Ja, und vielleicht andere Geschichten oder so, ja. Ja, natürlich, es variiert immer. Und wie gesagt, es gibt manche Geschichten, die passen für die Zielgruppe und für die Zielgruppe. Und wenn, es ist lustig, ich habe jetzt unlängst meinen Vortrag, ich bin schon immer genau auf einer Stunde. Aber da war so ein lustiges Publikum, das hat so viel gelacht. Dann bin sogar ich als Profi, jetzt muss ich noch die Geschichte erzählen, die passt total zu Ihnen. Also da gehen natürlich im Kopf diverse Laden auf, wo man sich denkt, normalerweise dauert das zu lang, aber das muss ich Ihnen erzählen. Ja. Und das ist aber schön, wenn man das spürt, wo man, es gibt auch manche Situationen, wo man sagt, da macht man ein bisschen weniger, weil die sind schon müde oder da war vorher gerade ein Wobei, das kann sehr. ich mir bei dir nicht vorstellen, dass die am Ende noch müde sind. Nein, aber es ist halt immer so, wenn du 4 Tage Tagung hast und Ja. das ist um 17 Uhr oder um 18 Uhr, bevor sie nach Dann die Hause fahren. Keynote am Ende. Ja, aber ich mache es gerne am Anfang und am Ende der Tagung. Das mache ich eh gern, weil am Anfang so ein bisschen stimulieren, dass es eine tolle Tagung wird und am Schluss etwas mitzunehmen, also fröhlich, gut gelaunt nach Hause zu gehen. Aber da bin ich halt auch flexibel, weil ich auch das verstehe, dass man da manchmal Energie schon verbraucht hat und ich versuche sie dann halt irgendwie schön kompakt wiederzugeben, ohne sie zu überfordern. Ja. Wir haben schon, also wir haben ja auch da draußen jetzt viele Leute, die ihr Wissen weitergeben dürfen, müssen, können, wollen. Und ihren Stoff oder ihr zu vermittelndes, ihre Inhalte irgendwie aufbereiten sollen, dass es dem Zuhörer auch leicht fällt und am besten Fall sogar gute Gefühle macht. Und das auch dann dabei leichter lernen kann. Wie gestaltest du an so einen Vortrag oder einen Workshop-Tag auf diese Art und Weise hin, dass er eben, ja, Birkenwil hat es genannt, gehirngerecht ist oder manche sagen Edutainment, dass es so rüberkommt? Was ist da deine Herangehensweise? Also ich glaube, der Anfang, egal ob beim Vortrag oder beim Seminar oder Workshop ist, sie müssen dich mögen, damit sie dir zuhören. Also wenn du es schaffst, in den ersten Minuten oder im Vortrag in den ersten Sekunden zu zeigen, du bist ein guter, du bist ein lustiger, du bist kein Kotzbrocken, sondern das wird eine schöne Zeit gemeinsam und ich werde dir mein Wissen geben, ich möchte dir alles geben, was ich habe, du entscheidest, was du davon nimmst. Also so wie ein Einkaufswagen, wo du durchgehst und sagst, du nimmst dir, was du brauchst. Das Buffet hat die Vera Brücken mit immer gehabt, ja. Ja, also ich sehe es ein bisschen Einkaufswagen, da gehen wir am Ende zur Kasse, ja, das glaube ich, das ist einmal ganz wichtig, dass du mal am Anfang, gerade bei Vorträgen, dass du mal ein paar Highlights hast, am Anfang ein paar witzige Geschichten, dass du sagst, ich freue mich drauf, der ist anders, gerade wenn du jetzt in einer Flut von anderen Rednern bist. Und beim Workshop auch einmal, mal zu schauen,
was brauchen die Leute wirklich, also wirklich diesen Nutzen hervorzukehren, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind hier in einem geschützten Werkstatt, sie können alles ausprobieren, sie können Fehler machen, keiner wird es beobachten, aber daraus zu lernen. Und ich versuche auch, dass die Leute sich immer darauf einlassen. Weil ich kann natürlich auch einen ganzen Tag lang eine Show abziehen, ja, wo die Leute lachen, ist lustig, von Zauberei angefangen bis... Seminarkabarett, ja. Ja, kann ich alles machen. Ja. Ist schön, ist lustig, aber das Lernen ist doppelt und dreifach und vierfach besser, wenn du es selber tust. Also ich versuche, die Leute zu appellieren, traut euch hier Dinge auszuprobieren, die ihr noch nie gemacht habt. Und, ist bei einem 30-Minuten-Vortrag, da wird nicht so viel passieren, oder? Nein, bei einem, das ist, ich rede jetzt vom Workshop. Ich rede vom Workshop, ja. Workshop, Seminar. Bei einem Vortrag zeige ich den Leuten gleich einmal, das ist ein anderes. Ja? Und es ist einfach. Also ich versuche, meine ganzen Daten, Zahlen, Fakten, die ich habe, so einfach zu machen, dass die Leute die Sachen nacherzählen können, nach einem Prinzip hören, verstehen, weitersagen. Und das ist manchmal verdammt harte Arbeit, wissenschaftliche Studie. Ich weiß, und das unterschätzen die Leute. Die meinen, weil es leicht geht und spaßig ausschaut, ist es leicht. Nein, verdammt. Gegenteil. Ja. Damit es so ausschaut, musst du viel Zeit und Arbeit investieren. Ich habe es ja selber miterlebt, an mir selber und natürlich davor an Vera F. Birkenwil, wie viele Stunden, Wochen, Monate sie investiert hat, dass am Schluss ein Stundenvortrag standen ist. Ganz richtig. Und das ist auch, wenn die Leute sagen, das ist nur eine Stunde, wie viel Arbeit da hineingeht. Ja? Je kürzer, desto länger die Vorbereitung. Genau. Ja. Also man kann durchaus sagen, pro Minute Vortrag, also für den normalen, ne, sind auf jeden Fall 10 Minuten Vorbereitungszeit. Also entschuldige, das rede ich nicht. Ich glaube, im Buch hast du sogar noch extra. Also 5 oder 10 Tage Vorbereitung, wenn du es gut machen möchtest. Und wenn du als Profi bist und davon lebst, würde ich sogar sagen, fast 20, 30 Tage für eine Folie, für eine komplexe Folie. Ja, nachdem du ja ohne Folien arbeitest. Nein, wenn ich ohne Folien, aber für eine Geschichte oder für einen Weg, den du skizzierst. Und dann ist es, glaube ich, für mich auch sehr wichtig in diesem, der Herr Schopenhauer hat gesagt, man nehme einfache Worte und sage komplizierte Dinge. Und das ist für mich wirklich die Priorität, wenn ich den Leuten was mitgeben möchte, dass sie nachvollziehen können, hören, verstehen, weitersagen, dann muss man auch, je Wissenschaftler oder je mehr man sagen möchte, desto weniger muss man es tun. Je mehr man sagen möchte, desto weniger. Das müssen wir nochmal wirken lassen, ja. Ja, weil man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und dann bleibt die Kernbotschaft oft auf der Strecke. Ja. Lieber eine Kernbotschaft haben und die dann mit 2, 3 Beispielen erklären, damit es der Kurti Blachowicz versteht, der Herr Universitätsprofessor, die Gemüsefrau und der Student. Ja. Dass es wirklich für jeden was drinnen ist. Und ich eine Wertschätzung ans Publikum. Ich weiß selten, wer drinnen sitzt. Ich weiß, wenn ich einen IT-Vortrag habe, dann weiß ich das. Aber wenn ich öffentliche Veranstaltungen habe, dann soll sich jeder irgendwann mal angesprochen fühlen, dass ich jeden mal mitnehme und sage, ja, das betrifft mich. Ja, so jemand habe ich bei mir im Unternehmen. Ja, das finde ich total schön. Ja, das mache ich jetzt. Und das ist etwas, worauf ich großen Wert lege, jeden diese Stunde irgendwann mal zu berühren, zu erwischen, irgendwann mal zum Nachdenken anzuregen, irgendwann mal mit ihm gemeinsam zu lachen, irgendwann ins Boot zu holen. Und das nie mit dem Zeigefinger. Das ist mir auch bei einem neuen Buch so wichtig. Ich schreibe manchmal ganz schön scharfe Sachen, aber nie mit diesem Zeigefinger und sagen, du musst das so machen, sondern ich zeige, was alles passiert. Du kannst selber entscheiden, ob du vielleicht mal einen anderen Weg gehst, mit Menschen umzugehen. Du kannst immer noch sagen, ich bleibe so. Ja, bei dir selber beginnen. Ich bleib dabei. Ja, fang mal bei mir an. Ja. Du bist der Mensch, mit dem du am meisten Zeit verbringst. Ja. Wirst du nicht los. Na, eh nicht. Wenn du jemand ändern willst, fang mal bei dir an. Dann brauchst du mal die nächsten 30, 40 Jahre. Ja. Nichts ändert sich, also wir ändern uns. Ja. Machen, ja. Nicht immer sagen, du bist schuld für mein oder du bist verantwortlich für mein Glück. Nein, ich bin verantwortlich. Also, und den Leuten auch diesen Mut zu geben, wieder mal was anderes zu machen. Also Mut zum Scheitern, Mut aber auch mal zu sagen, ich probiere mal was anders aus. Und ich möchte wieder mehr Mensch sein. Das klingt jetzt sehr plakativ oder das klingt sehr kitschig, ja. Aber wir haben oft vergessen, diese Menschlichkeit, die wir haben. Und damit meine ich nicht nur Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen was zu trinken zu geben, das ist wahnsinnig toll, sondern auch im täglichen Leben mal uns als Mensch wahrzunehmen. So Qualitäten, ich schweife ein bisschen ab, aber das gehört dazu, so Handschlagqualität. Ja? Oder jemand wirklich Danke zu sagen, wenn was, alles ist selbstverständlich geworden.
Geiz ist geil, danach, aber jemand Danke zu sagen, dass ich was mitgenommen habe. Ja? Ich genieße es wirklich nach den Vorträgen, wenn Leute zu mir kommen, die mir zwar Witze erzählen, die ich vielleicht schon hundertmal gehört habe, das ist, oder, aber dass sie sagen, danke, dass ich wieder lachen konnte. Ja? Danke, dass sie mir gezeigt haben, wie wichtig der Humor im Leben ist. Ja? Dann weiß ich, dass ich was Gutes tue. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, mein Sohn ist depressiv, was haben Sie für einen Tipp? Ja? Dann ist es natürlich eine riesige Verantwortung, die ich versuche natürlich nicht nachher in zwei Sätzen abzuhandeln, sondern versuche dann, wenn ich Zeit habe, mit den Menschen noch länger zu reden und Empfehlungen zu geben, wenn ich das kann überhaupt. Norman Cousins fällt mir da ein. Was? Der hat sich ja mit Humor oder mit lustigen Videos damals aus einer schweren, unheilbaren Krankheit wieder herausgemanövriert. Der war Mitbegründer, dass es heute überhaupt diese Psychoneuroimmunologie gibt. Okay. Norman Cousins hat der geheißen. Ja, kann ich mir anschauen. Also ich glaube, dass da extrem viel Potenzial steckt, ja, und dass die Leute das vergessen haben. Ja, und ich versuche das. Und das Schöne ist, was ich halt immer wieder zeige, weil sofort was aufgeht in der Schublade, Kinder. Also allein schon, wenn man kann noch so sauer sein, noch so grantig sein, wenn so ein kleines süßes Zwergerl vorbeiläuft und von einem Ort zum anderen grinst, ja, dann ist man in der Sekunde, man kann gar nicht anders, man grinst mit. Man denkt sich, man ist in der Sekunde. Ja, manche Kinder würden nicht mehr leben, wenn sie nicht so lieb ausschauend hätten. Ja, das ist ja, also manchmal, die können dir ja den Teppich anzünden und dann schauen sie die so unschuldig mit den Äugelchen an, lächeln vielleicht ein bisschen. Am liebsten würdest du sie selber anzünden am Anfang und danach ist alles, ach Gott, Schatz. Ja, ist ja alles so schlimm. Kaufen wir sie eine neue Wohnung. Ja, das ist so weit. Ja. Aber du wirst lachen, ich immer mal bei mir zu Hause, nur einen kleinen Sidestep, weil ich Indianer und Cowboy authentisch spielen wollte, bei mir in der Wohnung den Teppichboden und den Parkett angezündet. Und man sieht jetzt auch. Ja, es war sehr spektakulär für kurze Zeit. Und ich wurde dann, glaube ich, Holzboden. Runter. Drunter. Und das Brandloch gibt es jetzt noch im Wohnzimmer bei uns. So als kleines Mahnmal für alle möglichen Leute, die in dieses Wohnzimmer gehen. Kann ich da auch ein Foto schicken, wenn du es mir veröffentlichen Unbedingt, willst. Unbedingt. Das war jetzt, also das könnt ihr dann sogar als einblenden jetzt, ja. Jetzt. Brandstifter, ja. Humorbotschaft und Brandstifter. Ja. Genau. Genau. Genau, Brandstifter ist gut. Humorbrandstifter. Ja, Brandstifter und Brandstifter, genau. Ja. Wobei, ich glaube, das kann auch gut, es kann einerseits entzünden, und andererseits aber auch viel, viel löschen, also von wegen gewaltfreie Kommunikation und so, ja? Ja,